Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft Together. Heute sind bei mir der Ma und Schuhsein. Hallo. Hallo. Im Duett Hallo sagen, lange geübt. Und wir sind jetzt nach dem langen Winterurlaub zurück hier im großen, tiefen Loch, was noch nicht mal zur Hälfte irgendwie fertig ist. Soll sich aber ändern. So, sowieso wird es auch sonst noch ein paar Änderungen geben. Und da werde ich mal gucken, ob ich da heute zu komme, da noch ein bisschen was zu sagen. Muss ich mal schauen, das weiß ich noch nicht. Also mit Ma und Schuhsein, die hoffentlich machen beide weiter mit, da ändert sich nichts. Märchen ist noch ein bisschen out of order, also hat im Moment andere Dinge zu tun. Ansonsten gucken wir mal, ob sich noch die eine oder andere Neuigkeit ergibt. Für alle die es nicht mitgekriegt haben, es gab ein super schönes Silvester-Special auch. Ich mache mal eben gerade Werbung. Creeper for One kann man finden in meinem Kanal. Und natürlich will ich auch nicht vorenthalten, dass ich jetzt auch quasi Facebooker bin, beziehungsweise nicht ich alleine, sondern... um das Ganze hier ein verknüpfen. Verknüpfen. Um das Ganze auch so ein bisschen mal zu pushen und so ein bisschen voranzubringen, haben wir dann zeitgleich mit dem Silvester-Special, habe ich gleichzeitig auch meine ganzen Kontendaten, darf ich das überhaupt sagen? Darf ich, glaube ich, gar nicht. Also ich habe meine Kontendaten nicht an Schuhsein und der Mar weitergegeben, das würde ich nie tun. Das heißt, es kann auf gar keinen Fall passieren, dass jemand anderes als ich irgendwelche Kommentare abgibt oder Kommentare beantwortet. Das machen die beiden und auch Märchen nach wie vor ja unter ihrem eigenen Namen. Geht ja auch nicht, die haben ja meine Zugangsdaten gar nicht. Die können auch keine Pony-Videos hochladen. Und die können auch keine, das ist sowieso, obliegt mir, Pony-Videos hochzuladen. Und ich habe neulich eins gedreht mit Schuhsein in der Hauptrolle. Als Pony. Als rotes Pony. Als was? Als rotes Pony. Das rote Pferd. Genau. So, und. Das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewertet. Was denn? Du hast Fliege gesagt. Ja, nicht gut. Nee, jetzt. Okay, ich sage nochmal ernsthaft. Ich will jetzt hier. Und dann gibt es auch, natürlich gibt es hier, oh, Bedrock, der muss mal weg hier. Dann gibt es natürlich auch noch, haben wir jetzt auch gesagt, okay, wir trauen uns und machen mal auch eine Facebook-Seite für Herr Sommer auf. Also unter Herr Sommer verbirgt sich nicht ausschließlich, das möchte ich hiermit ganz ausdrücklich betonen, verbirgt sich nicht ausschließlich der Sommer, also ich, sondern auch der Ma und alle anderen, die zum Team gehören. Ich will jetzt nicht jeden Namen aufzählen, der da noch so mit drin steckt. Schuhsein zum Beispiel. Nee, aber den brauchst du auch gar nicht sagen. Brauchst gar nicht sagen, dass Schuhsein da auch mit drin steckt. Weil Schuhsein da mit drin steckt, interessiert auch gar keinen. Also brauchst du das mit Schuhsein gar nicht zu erwähnen. Nee, würde ich auch nie tun. Und es kann auch sein, das Märchen eventuell, aber das bisher glaube ich, ja, also zumindest hilft sie mir manchmal ein bisschen. Und macht ja vielleicht demnächst auch doch ein bisschen mehr. Mal gucken, inwieweit ich sie dazu überreden kann. Und es kommt jetzt auch von der Seite gerade kein Einspruch, also alles gut. Und von daher würde ich sagen, okay, schaut auch bitte einfach bei Facebook mal rein. Meine Uploads sollten da konsequent verknüpft sein, wenn wir alles richtig gemacht haben heute. Also bei der Aufnahme jetzt heute. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann ist es nicht mehr heute, dann war es irgendwann letztens, neulich. Und
Ja. Also alle Uploads werden da auch verknüpft und Ankündigungen werde ich da auch sicherlich oder werden wir da auch sicherlich noch machen. Es ist ein bisschen ungewohnt, dass ich jetzt immer wir sagen muss, aber irgendwie, ich glaube, das kann ich mir angewöhnen. Das können wir uns angewöhnen, meinst du? Nee, das kann ich mir angewöhnen. Das ist wirklich eine Sache, die muss ich dann machen. Das wir muss ich mir angewöhnen. Was ihr euch angewöhnt, davon möchte ich jetzt nicht berichten. Okay. Lieber nicht. Lieber nicht. So, okay, das soll mal bis hierhin reichen. Was wird das? Sieht aus wie ein. Das könnte ein Rohr sein. Ja. Der Mar hat ein Rohr gebaut. Ich verlinke immer Rohre, wenn ihr schon von Pony-Videos redet. Ah, immer diese Anzüglichkeit, diese Zweideutigkeiten, immer dieses. Oh, ich habe da einen Block weggemacht. Und jetzt habe ich gerade über Skype eine Nachricht bekommen. Augenblick bitte. Ja. Das muss ich mir auch mal eben kurz angucken. Ah ja, okay. Da kommen wir dann. Moment, jetzt muss ich auch noch mal eben was tippen. Auch noch. Und ja, okay. Also ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass mein Mentor. Ich habe dir gar nicht geschrieben. Ach, du warst das gar nicht? Nee. Okay. Dann war es mein Mentor mit Hirn. Nein, Mentor ist jetzt natürlich völlig übertrieben, aber ich erwähne ja den Namen auch durchaus so oft, also dass der gute Kelturio jetzt nämlich heute seinen. Nee, das darf ich gar nicht sagen. Das muss er gefälligst selber ankündigen. Auf jeden Fall habe ich gerade von Kelturio eine Nachricht gekriegt. Und da ist es immer so, da antworte ich auch während der Aufnahme, wenn dann Skype schon an ist. Das mache ich dann einfach auch. Weil letzten Endes. Schleimer. Ja, hallo, das heißt Arschkriecher und ich mache bei Kelturio nichts anderes, als ich auch im Weihnachtsspecial und davor bei meinen Abonnenten gemacht habe. Das darf ruhig jeder wissen. Nur zu deinen Mitspielern bist du immer so gemeint. Meine Mitspieler bauchpinsele ich. Aber da ist so viel Bauch, das verteilt sich so auf der Fläche, die merken das nicht. So. Okay. So. Oh Mann, oh. Herr Schuh, haben Sie das TNT schon gesetzt? Können wir dann jetzt zünden, ja? Ja. Ja, denn. Okay, verabschieden wir uns also von dieser Welt hier. Ja. Ist jetzt Herr Sommerswelt auch auf der Map? Ja, okay, das war das Stichwort für die nächste Ankündigung. Nein. Das war jetzt das Stichwort für die nächste Ankündigung. auch da weiß ich gar nicht, wann, ob ich das überhaupt ankündigen darf jetzt schon. Jetzt muss ich nochmal wieder, das ist ja auch immer. Mach jetzt erstmal. Okay. Gut. So, ist aber geheim. Diese Frage kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Auf welcher Map denn wohl überhaupt? Ja, das weiß ich auch nicht. Natürlich sind wir hier auf dieser Map. Was ist denn das für eine Frage? Hallo? Was ist das für eine Frage? Ob jetzt meine Welt auch auf dieser. Natürlich ist meine Welt hier auf dieser Map. Wo soll sie sonst sein? Und kann ich nicht nachvollziehen. Also diese Frage kann ich nicht nachvollziehen. Psst. So. Oh, ich glaube, hier möchte ich gerne noch drei Blöcke hinsetzen. Ich glaube, so vier. Vier Blöcke finde ich viel, viel besser. Und dann hätte ich da gerne auch ein bisschen was. Ach, das mache ich später. Stört es, wenn ich hier. Ja, stört. Okay. Ich wollte gerade fragen, ob es stört, wenn ich hier Wasser reinsetze, aber das stört, weil du dich ja noch ein bisschen ausdehnst. Och, nö, das stört nicht. Das mache ich dann schon auch wieder richtig mit dem Wasser. Also, ich weiß auch noch gar nicht, ob das bleibt. Ah, okay. Doch, das bleibt. Das sieht gut aus. Soweit. Weil wir haben ja überlegt, dass man ja eigentlich hier noch ein bisschen bei der Schmiede noch ein bisschen so Feinheiten dran bauen muss, also Kleinigkeiten dran bauen muss, dass das nicht so viel gleich ist auf einer Fläche, so groß. Genau. Und da sind wir jetzt praktisch dabei und ich glaube, ich will auch wirklich noch irgendwo den Lavakessel hinbauen, der so umgekippt ist, wo die Lava rausfliegt. Das wollte ich gerade sagen. Da habe ich mir nämlich vorhin schon Bilder angeguckt, wie man sowas bauen kann.
Ja. Bilder ja. von echten Lavakesseln? Also nein, nein, von Ponybilder. Gießkesseln. Ponybilder. So. Gießkübel. Und? Können wir sowas bauen? Spitztiegel. Nein, ich habe Gießkübel geguckt. Können wir sowas bauen oder können wir das nicht? Ja, warum? Eigentlich schon, denke ich mal. Wo bauen wir das hin? Auf die andere Seite? Auf die andere Seite? Dass das mit so einem Lauf dann da quasi in die Schmiede reinläuft. Nicht in die Schmiede rein, daneben? Ja. Nein, nicht in die Schmiede rein, sondern dass da so ein, wo quasi reingegossen wird und das läuft dann in die Schmiede. In so einer Rinne. In so einer Rinne genau, soll eine Rinne. Das laufen. Stell dir einfach eine Mischung aus dem Wasserbottich von aus Indiana Jones und der Tempel des Todes. Quartermain gab es sowas, glaube ich, auch. Die haben ja irgendwie alles abgeguckt da. Und Herr der Ringe, die Orthanc oder wie das hieß. Sarumans Waffenschmiede. Ja. Ja. Stell dir einfach so eine Mixtur daraus vor. Genau. Und ich finde, das kann man wunderbar irgendwo hier so, dass die Lava in die Richtung, in die ich gucke. Wo guckst du hin nach da? Ich versuche mal hier so einen Pfeil zu machen. Dass die Lava. Kann man den Pfeil erkennen? Nee. Ja. Was jetzt? Nee. Okay. Den hier? Das ist doch kein Pfeil. Ja, den. Ach so. Dass die Lava so in diese Flüstung rausfließt. Richtung rausfließt. Also zu mir. Ja, zu dir. Von hier. Von mir zu dir. Ah, ja, okay. Achtung, hier fließt Lava nachher lang. Och nö. Och nö. So? Jetzt kann man erkennen. Na, ah, okay. Vielleicht, ich bin ja immer sehr auch für Sicherheit und so weiter und wir haben ja in Minecraft kein retro-reflektierendes Material, Reflexfolie 2 oder Typ 3. Dann nehmen wir doch einfach hier mal ein bisschen deinen Kopf von innen, sieht auch irgendwie so. Jetzt, wohl aus. So ist besser. Ja. Wie macht man da jetzt so ein, kann man die Lava von oben runtertropfen? Nee, das ist auch doof. Wie macht man da jetzt so? Macht man da wirklich so einen Kessel hin oder sowas? Ja, wieso nicht? Ich würde so eine Halterung oben, von oben, die runterkommt. Vielleicht auch so Laufschienen, an denen man den bewegen kann. Ja, okay. Ja. Ich lass dir völlig freie Hand, weil ich gar nicht weiß, was du meinst. Machst du noch Räder dran und dann kannst du das da tatsächlich mit dem Schalter, den du hier vorne noch hinbaust, durch die Gegend schieben, ne? Ja, nee, okay. ich glaube, ich würde hier gerne an das Gebäude schon irgendwas dran setzen. Ja, mach das. Ich weiß nur nicht, was. Vielleicht hier oben tatsächlich aber schon mal so eine Art, ja, wie nennt man das? So ein paar Balken noch dran bauen, wo man dann tatsächlich den Kessel dran aufhängt? Ja, das kann man natürlich machen. Muss die okay, eigentlich, kann man die ein bisschen flacher machen oder ist die muss so hoch sein, ne? Die Schmiede? Ja, die ja, muss so hoch sein. Ja, passt der Kübel da ja nicht drunter. Da ist ja das komplette Innenleben drin, weil hier ist nur eine, ja, hier ist nur eine. Oh, gut, dann tasten wir die Höhe nicht an. Mhm. Und dann machen wir das eben irgendwie. Ja, das ist mir aber auch noch zu. Das ist ja, geht ja dann auch weiter die Wand. Das ist ja auch doof. 2, 3, 4, 5, 1, 2. So, irgendwie, dass da eine Ecke reinkommt. Okay, das scheint okay zu sein. So. So in der Art vielleicht irgendwie. Ja. Dann kann man ja vielleicht noch irgendwie eine Treppe oder ein Holzgerüst da dran setzen und dann ist das ja auch schon nicht mehr ganz so doll. So denke ich mal. Irgendwie so in dieser Art. Ja. Gut. Okay, das ist ja schon mal Nummer uno. Dann nehme ich hier mal, den Stein habe ich ja schon, das ist ja gut. Es bleibt natürlich nicht aus, dass es alles trotzdem irgendwie groß und grau aussieht, weil wir bauen ja hauptsächlich mit Grau, ne? Und das Loch ist einfach groß und wenn man das füllt, dann... Ah, das ist natürlich dann auch... Upsala. Das bleibt natürlich auch nicht aus, ne? Nee, aber das macht auch nichts, glaube ich, oder? Nee, einfach ein paar kleinere Kleinigkeiten noch dran und alles ist gut.
So, und bei dem Förderband, was wir in der letzten Folge bevor wir hier aus dem Loch raus in die Weihnachtswelt gestartet sind und die Weihnachtsfolgen gedreht haben. Das Advents-Special will ich es jetzt gar nicht nennen, aber doch war es ja eigentlich, ne? Also bevor, in der letzten Folge vor den Advent-Folgen. Was wollte ich jetzt sagen? Ja. Ungefähr sowas. Ungefähr sowas. Ha. Genau, mit dem Förderband hatten wir angefangen. In den letzten Folgen vor den Adventsfolgen. Jetzt, das war ja mal einigermaßen kurzer Satz für das. Ist ja. Also. Und jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Da hatten wir angefangen, ein Förderband zu bauen. So. Ja. Bis hierhin habe ich noch nichts Falsches gesagt. Und dieses Förderband ist natürlich noch nicht fertig. Und wenn alles läuft, wie es laufen soll, wird es das auch nicht. eigentlich wird es vielleicht schon irgendwann fertig. Aber da können wir im Moment nicht weitermachen. Weil wir noch, keine Ahnung, also aus irgendwelchen Gründen können wir da nicht weitermachen. Ja, weil wir noch nicht genau wissen, wie es geht. Das kommt erschwerend hinzu, ja, aber es ist nicht der Hauptgrund. Das ist nicht der Hauptgrund. Also, wenn wir wollten, wüssten wir ja, wie es geht. Ja. Also, wenn wir uns Mühe geben wollten. Richtig. Aber wer will das? Keiner will sich Mühe geben. Nein. Jetzt habe ich aber irgendwie, glaube ich, was doof gebaut. Ich gucke mir das an, wenn es fertig gebaut ist. Ich glaube aber, dass ich hier was doof gebaut habe. Meinst du? Warum habe ich hier so eine Schneise reingebaut? Das weiß ich nicht. Ist die da nicht voll im Weg? Ich glaube nicht, ne? Sag einfach nein. Ist sie im Weg? Nein. Nein? Nein. Nee, ernsthaft? Nein. Ernsthaft? Ich glaube nicht. Okay. Ach so, der hängt viel weiter weg, der Bottich. Ja, muss er ja aber nicht. Wir können ja auch die Spitzen ein bisschen kürzer machen. Ich finde das gut. Ich frage mich nur gerade. Dann lasse ich das mit dieser Plattform hier unten erst nochmal sein und reiße da nochmal ein bisschen was raus wieder. Nicht, dass ich hier da mit der Plattform irgendwie so ein Lava-Bottich im Weg bin. Das will ja auch keiner. Sieht ja auch scheiße aus. So ein Hemd wie ich dann gegen so einen großen Lava. Nee, das ist doof. Das ist. So. Ah ja. Oh, ich mache nochmal eine Ankündigung. Also eine halbe wenigstens. Ja. Und zwar hat sich ja auch ergeben, dass wir die Gelegenheit genutzt haben, die Zeit, die wir nicht mit Let's Play Minecraft oder Minecraft Specials oder sonst was verbracht haben, dass wir die dazu genutzt haben, auch ein anderes Spiel zu spielen. Und zwar Portal 2. Der Mar war so freundlich, das mit mir auszuhalten. Und das haben wir natürlich dann auch einfach mal aufgenommen, weil wir sind ja nicht doof. Also nicht alle wenigstens. Ich war gar nicht dabei. Ja, das hatte auch seine Gründe. Und ja, da spielen wir ja durchaus auch mit dem ernsthaften Gedanken, dass man das ja auch vielleicht einfach mal hochladen könnte. Also tatsächlich, während ich das hier aufnehme, läuft der Upload. Der Upload läuft, Leute. Also wir hatten bei dem LP Portal 2, wir haben uns teilweise ziemlich beömmelt, weil wir, also ich war nicht der Einzige, der ein bisschen dumm war manchmal. Nee.
Und ja, es steht jetzt noch ein bisschen im Raum, ob das rechtlich denn so okay ist. Da muss ich mich nochmal irgendwie schlau machen. Aber der Upload läuft. Oh ja. Der Upload läuft. Und von daher kann es passieren, dass es demnächst neben dem Let's Play Minecraft auch noch vielleicht sogar das eine oder auch das andere sogar noch andere Let's Play geben wird. Nur für alle, die neben Minecraft noch andere Interessen haben. Was weiß ich. Soll ja so Leute geben, ne? Ja, habe ich auch gerüchteweise, habe ich das schon mal gehört. Ich glaube das nicht. Ich halte das, ne, das ist ja ungefähr so wie wir haben uns ja auch fest drauf verlassen, hallo, am 21. Dezember geht die Welt unter. Haben ja auch dafür die Zeit danach und für den kein Advents-Special mehr produziert. Und schwupp, war die Welt dann doch nicht untergegangen und da mussten wir noch ganz schnell, fürchterlich schnell, ganz übereilt und hastig nachdrehen, also aufnehmen, aufzeichnen. Wie heißt das bei digitalen Aufnahmen? Aufnehmen, ne? Aufnehmen, aufzeichnen kann man eigentlich so. Das Einzige, was man nicht mehr sagen kann, ist wahrscheinlich drehen, ne? Naja, gedreht haben wir uns ja auch ein bisschen dabei, aber nö. Aufzeichnen ist schon gut. Es hat sich gedreht. Alles um mich herum, teilweise zwischendurch mal, weil war ja vor Weihnachtszeit, da kann das schon mal vorkommen. Also, so, gut, also das war dann die nächste halbe Ankündigung. Das steht aber, wie gesagt, auch noch nicht so ganz. Es kann auch sein, dass die Folgen schon online sind. Also ich denke mal da so an etwa 2 pro Woche oder so. Das können wir ja mal eben ausdiskutieren. Ja, finde ich gut. 2 pro Woche sind gut, okay. Und ja, das sieht doch schon ganz anders aus, wenn da was dran ist. Das ist doch cool. Also 2 pro Woche etwa, wenn ich rausfinde, wie ich das rechtlich mache. Ich finde es auch gut, dass wir uns da an den Pfeil halten. Ja. Möchte ich jetzt gar nicht mehr. Ich möchte jetzt eigentlich, dass die Lava in die andere Richtung 90 Grad weiter rechts hinfließt. Ah ja, der Pfeil wird korrigiert. Automatisch. Minecraft jetzt mit automatischer Fallkorrektur. Automatisch, ja, wir hatten im Weihnachtsspecial hatten wir schon, im Adventsspecial hatten wir schon die Rechtschreibkorrektur von Minecraft aktiviert. Und hat super geklappt und jetzt haben wir dann auch noch den Mod mit der Pfeilkorrektur installiert. Oh Mann, ich fürchte gerade, dass sich in mir eine handfeste Erkältung breit macht. Ich habe schon so leichte Halsschmerzen, habe ich schon. Habt ruhig Mitleid, bitte. Möchtest du darüber reden? Ja, ich beende an dieser Stelle die Aufnahme. Ich muss ein bisschen reden jetzt. Und sag bis dahin dann einfach mal, schau.